Hallo, ich bin Beate aus Großenbusseck. Ich fahre mit dem Fahrrad jeden Tag nach Gießen. Der Weg dahin ist wunderbar, in Gießen ist es schrecklich. Ich bin Pfarrerin. Ich habe den Aufruf von Eckart von Hirschhausen gehört, die Kirche soll sich gefälligst mehr für den Klimaschutz einsetzen. Das mache ich hier. Eine autofreie Innenstadt Gießen. So schnell wie möglich zugunsten von FußgängerInnen, Seniorinnen und Kindern, von Anwohnern, zugunsten von uns allen. Zugunsten einer Zukunft für unsere Kinder und Enkel. Worüber ich mich die ganze Zeit schon wundere, dass von allen Verkehrsversuchsgegnern noch keiner gefordert hat, den Seltersweg wieder mit Autos befahren zu dürfen. Warum will keiner durch den Seltersweg wieder mit dem Auto fahren? Weil der Seltersweg und seine autofreien Nebenstraßen zeigen, wie schön Straßen ohne Autos sind und wie sehr sie den Handel und die Gastronomie beleben. Vor einigen Jahren gab es eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt über autofreie Städte oder autofreie Stadtteile. Überall war, wenn es durchgesetzt war, die Begeisterung groß. Und das Gehupe hatte ein Ende. Dauert länger, Leute, wenn ihr hupt. Die Menschen kommen gerne zum Einkaufen, zum Restaurant besuchen, zum Wohnen, zum Draußensein, die Kinder zum Spielen, wenn es keine Autos gibt. Stellt euch vor, hier wären keine Autos, wie schön wäre das. Daher ist es mir unbegreiflich, dass nicht alle von diesen Erfahrungen lernen. In jeder Stadt, die um die Verkehrswende ringt, gibt es diese Diskussionen, diese dummen Diskussionen neu. Ich verstehe das nicht. Schaut nach Kopenhagen, schaut nach Genf. Schaut in viele Städte, wo es umgesetzt ist, oder geht einfach in den Seltersweg oder in die Flockstraße und sagt, so schön kann es sein ohne Autos. Ihr Gastronomen am Radplatz, gönnt euch mal einen Kaffee in der Blockstraße und dann legt unterstützend Wissen aus für die Umgestaltung des Radplatzes und nicht dagegen. Ihr müsst doch gar nicht so weit gucken, um zu sehen, wie sehr die Gastronomie von der Autofreiheit profitiert. Und das muss ich jetzt auch noch sagen, ganz nebenbei frage ich mich, wie viele Ahrtal-Katastrophen, wie viele Waldbrände, wie viele Trockensommer, wie viele Hitzetote braucht es eigentlich noch, damit auch der letzte Autobefürworter begriffen hat, dass es so nicht weitergehen kann. Bäume in unseren Wäldern, habt ihr keine Sorge um eure Ernährung, wenn es auf die Felder nicht mehr regnet? Habt ihr keine Sorge um das Grundwasser, das von Jahr zu Jahr weniger wird? Denkt ihr gar nicht an die Zukunft der nachfolgenden Generationen? Wir brauchen die schnelle Verkehrswende mit einer autofreien Innenstadt. Jetzt! Yeah.